Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey, ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 15.10.2020. Und unser DAX, der hat sich heute hier einen kaputtgeschlagen. Also der hat oft genug draufgehauen, aber den Nagel einfach nicht reingekriegt halt, ne? Die 12.69, die stand hier ein bisschen im Fokus, die 13.000, um einfach nach unten sich hier den Spielraum aufzumachen. Oben hat man gesagt, ja gut, man sollte sich vielleicht nicht ganz so sehr auf die eine Seite konzentrieren, in dem Moment, wo er halt auf der anderen Seite uns eben überrascht, vielleicht die Lage unten nicht nutzt und sich nach oben einen Konter bereitstellt, sollte man ihm dann eben ab 12,75 dort 12,60, nee 13,60, 13,75 den Platz nach oben auch einräumen, der dann durchaus bis 13,110, 13,140, 13,180 wieder hätte reichen können. Wie wir sehen konnten, ja, das, also, was soll man da sagen halt, ne? Das war nix. Die Marken, die hat er verstanden. Kann man nicht mal sagen, das war schlecht analysiert. Also, das hat er schon sehr genau verstanden, worum es jetzt hier ging. Aber er hat es halt einfach nicht machen wollen, halt. Ne? Er ist einfach hier zwischen unseren Marken rumgeeiert, sodass wir die Analyse eigentlich so, wie sie ist, einfach nochmal mitnehmen können. Sie sehen es hier unten ein bisschen, klassen sich die gleitenden Durchschnitte im Bereich um 9,20, 9,10. Donnerstage sind ja doch oft ein bisschen tückig, also tückig im Sinne von, dass sie schnell sich auch mal auskontern, völlige Richtungswechsel reinschlagen, in die eine Richtung losrennen, dann doch in die andere Richtung noch mehr losrennen und dann doch wieder in die andere Richtung noch mehr losrennen. Also so eine Tage hat man recht oft, ne, dass man denkt, der DAX, der bricht unten aus oder der bricht oben aus und dann rennt er plötzlich. Also rennt er 100 Punkte oben raus, dann rennt er 200 wieder zurück und wieder 250 hoch, wo man dann völlig konfus ist. Das ist für einen Donnerstag sehr typisch. Also das kann heißen, dass er in dieser Range einfach nur rumspringt. Es kann aber auch durchaus sein, dass er eben mal unten einen Ausbruch versucht und dann vielleicht sogar oben einprobiert und dann am Ende Tagesende vielleicht wieder hier unten steht. Also sowas muss man zum Donnerstag einfach ein bisschen auf dem Plan haben, auf dem Schirm haben. Ich würde trotzdem sagen, in dem Moment, wo unser DAX vielleicht hier per Stundenschluss drunter geht, unter die 12,69, unter die 12,93, vielleicht auch unter diese gleitenden Durchschnitte. Ich habe ein bisschen Respekt vor denen, die sind hier so verdächtig, weil wir haben ja hier auch noch dieses Gap halt, ne, um die 12,947, das auch noch nicht ganz zu, sollte der jetzt hier nur unten drauf tippen und dann wieder nach oben raus reverseln, steht er halt schnell wieder hier oben halt, ne? Von daher wäre aber alles, was jetzt nach unten geht, dann doch eher mit Risiko behaftet und das geht zwischen bis 11, 12.860, 12.800. Also ich würde es persönlich so handhaben, dass ich tatsächlich in dem Moment, wo der DAX zum Beispiel rote, fette Stundenkerzen unten rauswirft, einfach so lange ihm noch folgen würde, auch auf der Short-Seite ihm so lange folgen würde, bis er anfängt, grüne Kerzen zu werfen halt. Ne? Und in dem Moment, wo er dann wieder starke grüne Kerzen wirft, dass man einfach dann sagt, okay, man probiert die Strecke nochmal long abzugrasen. Also insbesondere, wenn jetzt hier vielleicht eine rote Kerze bis hier runterkommt und er drückt eine grüne dagegen, könnte man dann nach der grünen letztendlich einen Long probieren, den Stop-Loss unter die grüne werfen und dann versuchen nochmal nach oben raus mitzugeben, einfach weil das ein typisches Donnerstagsbild wäre halt. Ne? Auf der anderen Seite genauso, ne? Wenn er zum Beispiel vielleicht jetzt mit einem Aufwärtsgap reinkommt, wenn er vielleicht gar nicht mit einem, vielleicht gar nicht hier unten rumkratzt und er arbeitet aber hier hoch und er drückt dann aber hier eine schöne fette rote Kerze weg. Also auch das wäre so ein Punkt, wo ich dann sagen würde, gut, bis dahin, solange die grünen Kerzen grün sind, vielleicht den Long suchen und in dem Moment, wo er dann wieder auf rot dreht, einfach vielleicht auch einen Short probieren. So würde ich jetzt einfach rangehen zum Donnerstag. Einfach aus dem Grund, dass er, wenn er so eine Umkehr schlägt, auch auf Stundenebene sich häufig dann doch Strecke rausholen kann halt, ne? Und dass er gut laufen kann. Da sollte man ihn nicht unterschätzen, da sollte man ihm auch keine Grenzen setzen, da sollte man wirklich auf diese Umkehrbewegung warten. Ne? Und wenn keine kommt bis zum Tagesende, dann kommt keine Umkehr halt, ne? Aber wenn sie kommt, dann muss man sich das aktiv einfach immer wieder bewusst machen, da ist eine. Und auch wenn man vielleicht unten den Take-Profit um 10, 20 Punkte nicht bekommen hat, wenn die Umkehr kommt, sollte man handeln halt, ne? Und im Zweifel dann damit rechnen, dass der DAX die komplette Bewegung wieder zurückrennen kann halt. Das ist für Donnerstage sehr typisch im DAX einfach, ja. Also da müsst aufpassen. Ansonsten die Marken sind alle gleich geblieben. Da brauche ich jetzt hier nicht lange um heißen Brei rumquatschen. Gestern haben sie sich auch einige wieder gemeldet, die wollten gerne was zum Verfall von mir erzählt haben. Verfallstagsanalyse ist leider keine Chartanalyse, ist auch keine Charttechnik. In einem Chartanalyse unterstellen wir, dass die Marktteilnehmer, die
Kurse bewegen können. Also die Jungs, die hier wirklich in der Lage sind, große Bewegungen auszulösen. Nicht jetzt die kleinen CFD-Leute, ne, die hier ein Lot oder 0,1 CFD irgendwo handeln, die bewegen am Markt nichts, aber die großen bewegen was. Und wenn wir chartanalytisch handeln, unterstellen wir, das ist die Funktionsweise von Chartanalyse, dass die Leute, die sich nach sowas richten wie der Verfall, ne, auch Stillhalter und so weiter und so fort, die Leute, die Positionen in Stellung bringen, ne, dass die Leute, die sich nach sowas richten, die sowas beachten, dass wir deren Bewegung ja im Chart sehen. Denn was sehen wir? Wir sehen, wie sich Käufer und Verkäufer in welchem Zeitabschnitt verhalten haben. Ne? Wo waren stellenweise mehr Verkäufer, wo waren mehr Käufer? An welchen eigentlich technischen Verkaufsniveaus wurde gekauft, an welchen Verkaufsniveaus wurde gekauft. Also das sind alles so Sachen, die wir im Chart anschauen können. Und in dem Moment, wo wir jetzt anfangen würden, zum Beispiel Nachrichten hinzuzuziehen oder eine Verfallstagsanalyse, würden wir in dem Moment eigentlich unsere Charttechnik untergraben halt, ne? Weil wir dann etwas hinzuziehen, von dem wir hier unterstellen, dass es bereits hier in diesen Kerzen drin ist. Ne? Also das kann man machen, sollte man aber trotzdem vorsichtig mit sein halt. Ne? Also ich habe das am Anfang oft gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Leute das einfach mögen, dass das gerne gesehen wird, dass da immer wieder viele sich bedankt haben und das toll fanden. Aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, über die Zeit, wo ich das immer gemacht habe, da gab es nicht viele, die gesagt haben: Oh Mensch, damit habe ich jetzt aber richtig viel Geld verdient. Ne? Da war eher immer so der Tenor: Naja, und nach Verfall, und ich dachte, der macht jetzt das, weil das im Verfall so drin stand, und jetzt hat er das gar nicht gemacht. Martin, jetzt habe ich hier noch einen Long drin stehen, der ist jetzt 300 Punkte minus, was mache ich damit? Martin, ich bin jetzt hier noch Short drin, 500 Punkte. Eigentlich wollte ich doch bloß die 100 Punkte bis zu diesem Verfallsniveau, der ist die ganze Zeit noch gestiegen. Sowas war eher mehr die Resonanz. Immer wieder auf diese Videos, und deswegen habe ich irgendwann aufgehört, da ein bisschen reinzugehen und damit auch nachzuvollziehen. Es ist halt einfach ganz oft, dass es sich nicht hundertprozentig genau mit ableiten lässt. Das ist halt einfach, also ich möchte Ihnen gerne die Sachen zeigen, wo ich weiß, dass das hilft mir, wo ich weiß, das hilft anderen, wo ich auch merke, da kommen Leute mit auf den grünen Weg halt, ne, werden von Einzahlern irgendwo zu Auszahlern. Und dieses Verfallstagszeugs gehört halt nicht mit dazu. Und deswegen versuche ich mich immer mehr ein bisschen davon zu distanzieren und das auch zunehmend rauszulassen aus den Videos. Auch wenn ich weiß, dass es viele toll finden und viele gerne gesehen haben. Aber wenn ich der Meinung bin, das hilft ihnen nicht, dann möchte ich ihnen das nicht zeigen, weil ich glaube, also das, was ich ihnen zeigen will, das soll, oder das, was ich ihnen zeigen möchte, das soll ihnen halt auch helfen. So, in dem Moment, wo ich jetzt mit Ihnen das ins Verfallstagsdiagramm reingucken würde und Ihnen dann auch bloß nur sagen würde: Ah, beachten Sie es nicht, dann können wir es auch gleich sein lassen halt. Also das ist der Grund, warum wir da nicht reingeguckt haben, warum wir das nicht beachten, weil wir charttechnisch analysieren und im Chart diese Informationen eingepresst sind. Ja, das muss man einfach unterstellen, beziehungsweise dass man auch jetzt an der Bewegung sehen würde. Ja, da will halt einer nicht, dass der DAX unter 12,69, unter 13.000 verfällt, weil zum Beispiel zum Verfallstag, ne, der da oben gehalten werden soll. Also, das hat man dann schon hier im Chart drin halt, ne? Und dann ist auch immer wieder das Gleiche bei den Chart-Dingern. Da können Sie jetzt schon, da können Sie drauf gucken, werden große Positionen an 13.000 liegen, da werden große Positionen an 12.500 liegen, da werden vielleicht auch große Positionen an 12.800 liegen. Das ist immer das Gleiche halt, ne? Aber der Markt reagiert trotzdem immer wieder anders auf die Position, ne? Mal lässt es dolle im Gewinn stehen, mal bringt es so weit ins Minus. Ich weiß es nicht. Also ich, wie gesagt, kann das nur so mitgeben. Es hat, auch wenn es immer allen gefallen hat, aber es ist oft so, dass das, was den Leuten am meisten gefällt, das ist, was ihnen nicht großartig viel Geld bringt. Das ist eigentlich, kann man schon so im Allgemeinen für Trading festhalten. Ne? Deswegen von meiner Seite da jetzt hier einfach mal auch keine Aussage zu. Also wir können sagen, dass am Freitag der Verfall ist. Ne? Das heißt, da wird es ein bisschen unruhig. Es ist aber ein kleiner Verfall, aber ansonsten kann es auch jederzeit sonst unruhig werden, ne? Also auch wenn man so eine Bewegung sieht, da hat es auch ordentlich gerumpelt, war nur auch nicht unbedingt ein Verfall halt. Ne? Das war zwar nach dem Verfall, aber war jetzt auch nicht Verfallstags getrieben. Oh, hier so eine Bewegung, auch kein Verfallstag halt. Ne? Hat trotzdem gerumpelt, das hier auch. Von daher, wir sind am Verfallstag ein bisschen sensibler, ne? Auch den Donnerstag davor, einfach weil wir häufig sehen, dass da halt deutlich mehr, ja, Schruppe ist halt, ne? So Gezucke.
Aber ich möchte ihn da wirklich nicht reingucken halt, ne, in die Auswertung. Gucken Sie sich so anders ran, wenn es Ihnen hilft, wenn Sie denken, dass Sie das brauchen. Das finden Sie auch an anderer Stelle. Ich an meiner Stelle möchte das zunehmend halt einfach rausnehmen. Ne? Weil ich merke, das hilft den meisten eigentlich nicht. Ne? Und möchte Sie gerne dahin führen. Ein bisschen einfach das, was Ihnen hilft. Immer wieder ein bisschen ins Gewissen zu reden. Immer mal ein bisschen auch so ein paar Sprüche zum Risikomanagement machen, wo jeder immer wieder da sitzt und sagt, ah ja, er hat ja eigentlich recht und ach, warum mache ich das denn immer? Ne? Das hilft einfach mehr, wenn wir uns für sowas Zeit nehmen. Ja, und hier auch einfach mal klipp und klar zu sagen, ja, wo sind die Punkte, an denen eine bestimmte Bewegung wahrscheinlicher wird, na, damit man dann eben nicht unten dasteht und in die roten Kerzen rein die Longs reinbaut und in die grünen Kerzen die Short reins. Ja, und plötzlich steht man hier oben und ist hier unten Short gegangen halt, ne? Das ist scheiße. Ja, und da glaube ich, helfe ich Ihnen so mehr, wie wenn wir da jetzt sagen, ah, nach Verfall müsste der DAX bei 13.500 abrechnen. Ne, das ist dann auch Käse. So, dann handeln Sie alle long, ignorieren völlig die Marktsignale und da habe ich gar nichts gekonnt und Sie erst recht nicht. Ne? Von daher sehen Sie mir das nach, dass ich da nicht drauf eingehe. Das ist beabsichtigt. Okay? Gut, dann möchte ich hier eigentlich schon zumachen. Tagesschart können wir noch reingucken. Ne, brauchen wir nicht reingucken. Das ist völlig. Das ist nichts. Das dürfte den Ton angeben zum Donnerstag halt. Ne? Beachten Sie das ein bisschen mit diesem Zurückkommen halt. Ne? Die Stunden ein bisschen im Stundenkerzen, ein Stundenkerzen ein bisschen im Blick behalten. Ja? Also wirklich H1, nicht H2 wie hier in der Analyse. Den H1, das reicht vollkommen aus zum Donnerstag. Der ist da meist recht griffig. Ne? Keine Garantie, dass es immer so ist, aber öfter ist es einfach so. Gut, ich würde daher jetzt hier ausmachen, wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Ciao.